Am 22. April dreht Gottfried Kessel in Pančevo eine Beerdigung. Partisanen hatten in der kleinen Stadt, nicht weit entfernt von Belgrad, zwei SS-Männer erschossen und 9 sogenannte volksdeutsche Donauschwaben ermordet. Die Rache der Wehrmacht ist furchtbar. Zunächst werden 6 serbische Zivilisten zur Abschreckung öffentlich aufgehängt. Sie waren von den Besatzern verhaftet und als Partisanen zum Tode verurteilt worden. Ein volksdeutscher Henker verrichtet das grausige Werk. An der Friedhofsmauer von Pančevo werden im Anschluss 12 ehemalige serbische Soldaten füsiliert. Gottfried Kessel dreht auch diese brutale Aktion fürs Kriegstagebuch mit. Auf den Tag